Als Peggy Herrmann am Tag darauf schwer beladen von einem Imbiss kommt, spielt sich vor den Augen der Beamtin eine verstörende Szene ab. Das sieht ja übel aus. Einmal was feste drauf. Was ist das denn? Wie ist denn das passiert? Ja, hat sie es das gerade veranstaltet? Keine Ahnung. Wer ist sie denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie also nach dem Feierabend vor meinem Haus gesehen. Die hat da in den Gebüschen rumgeschnüffelt und ist da rumgekrabbelt. Hey, brauchst du Hilfe? Oh, gut, dass du da bist. Wir brauchen erstmal einen RTW. Die hat eine Bisswunde. Also, ich glaube, das ist auch von ihr. Und dann komm bitte raus, weil ich glaube, du bist ein Mann, dem die Frauen vertrauen, die sich als Hund fühlen. Was? Ja. Ich bestelle jetzt meine RTW. Ja, ruf mal einen RTW. Es ist schon sehr seltsam, in einem Auto, wo man einen großen Hund vermutet, einen Menschen zu entdecken, der bellt und faucht und naja, all so komische Sachen. Was machen wir da? In erster Linie denke ich natürlich darüber nach, dass irgendwas stimmt mit dieser Person nicht. Vielleicht ist sie irgendwie aus einer geschlossenen geflohen. Leidet vielleicht irgendwie an einer Krankheit oder mit der Medikamente oder Drogen genommen, dann fängt man an zu überlegen. Für uns erstmal klar, die Person aus dem Auto raus, Vorsicht, die ist bissig, und dann versuchen herauszufinden, was hier jetzt passiert ist oder warum dieser Mensch dann halt bellt. Peggy Herrmann wird sich derweil um die Autofahrerin kümmern, die für das Verhalten der jungen Frau und deren Angriff selbst überhaupt keine Erklärung hat. Wie die auch zugebissen hat? Oder was stimmt denn mit ihr nicht? Sie kennt die jetzt überhaupt nicht? Nee, ich wollte ihr nur helfen. So, Sie haben gesagt, da wo Sie wohnen, da war die in den Büschen oder wie war das? Ja, die hat an den Büschen rumgeschnüffelt und rumgekrabbelt. Mal versucht ganz vorsichtig. Gleich kommt sowieso der Rettungswagen, da guckt sie das nochmal genauer an, nur nicht, dass das ganze Blut jetzt so. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, ich habe halt versucht, meinen Freund anzurufen, der ist halt nicht direkt dran gegangen. Ja. Und da bin ich jetzt erstmal zur Polizeistation gefahren, weil ich wusste nicht, wie gesagt, ich wollte ja nur helfen, ich wusste nicht sonst wohin mit ihr. Ein Ausweis und sowas haben Sie dabei, weil das ist ja eine Körperverletzung, das nehmen wir natürlich auf. Ne? Und wollen wir hoffen, dass es nichts nachbleibt hier mit dieser Bisswunde. Man weiß ja auch nicht, ob sie jetzt irgendwelche Krankheiten hat. Ne? Das ist ja, immer so eine Sache. Wie die drauf gebissen hat. Also, Hat die denn irgendwas gesagt? Hat die sich mal irgendwie, sag ich mal, geäußert? Oder ist sie die ganze Zeit irgendwie nur am Bellen? Nix. Nur so am Jaulen. Wie ein Hund. Ja. Wie eben bei Ihnen. Unfassbar. Auf der Wache ist mittlerweile ein Rettungsteam eingetroffen. Hilfe braucht allerdings nicht nur die Dame mit der Bissverletzung, sondern auch die Frau, die sich wie ein Hund fühlt. Also nicht mehr. Ja, der Marc ist dabei. Hallo. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sie erklären soll. Mhm. Habe ich ein tierisches Problem gerade, aber so sorry, was soll man machen? Also wenn die nicht klarkommt und wenn du das nicht hinkriegst, dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann müssen wir die wahrscheinlich eine geschlossene einliefern. Weil das ist nicht normal. Ich bin jetzt auch kein Tierarzt. Ne? Das ist das Problem. Ja, pass auf. Ich habe also keinen Namen von. Ach so, die Kollegin, habt ihr verarztet. Die wird versorgt. Ja? Ja. Also das war die. Hier, guck dir den Mund mal an, ganz verschmiert. Und der Hammer ist, pass auf, ich zeige dir das kurz, wenn ich dann nah dran gehe, da finde ich, ich weiß nicht, die Tasche, die hätte ich ganz gerne, aber die kriege ich noch nicht. Was haben wir hier? Was ist da los? Ich kann es dir so auch nicht sagen. Das habe ich auch nicht jeden Tag. Ne? Also, habt ihr schon einen Drogentest gemacht? Nee. Nee, wir wollten jetzt erst mal gucken, ob du vielleicht meinst, dass das was damit zu tun haben könnte. Aber so, ich hol mal einen. Kannst du einen organisieren gerade bitte? KTU, ja, ich hol einen. Die Durchführung des Drogenschnelltests ist nicht ungefährlich. Das weiß auch Marc Westerhofen. Denn bei einem Menschenbiss ist das Infektionsrisiko noch höher als bei einem Tierbiss. Können wir jetzt mal ernst werden? Können wir jetzt mal sprechen? Also Drogentechnik würde ich sagen, schließe ich aus, ist alles negativ. Medikamente würde nur noch bleiben, oder? Was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann man einen Menschen... Ich könnte das jetzt durch Ihre Werte fälschen, aber dafür müsste ich ran. Und das, Also ich hab mal so einen Bericht im Fernsehen gesehen, wo es Menschen gibt, die sich so in diese Rollen reinschlüpfen. Ne? Was weiß ich, das sind Pferde oder wie auch immer. Aber die verkleiden sich dann auch in der Regel so. Ich weiß nicht, ich habe damit überhaupt keine Erfahrung, ne? Ob das jetzt sowas ist. Oder ja, aber wenn du in eine Rolle reinschlüpfst, dann kommst du ja auch wieder raus.
Ja, ist auch wieder recht. Auf normalem Weg. Ne? Was haben wir noch für Möglichkeiten? Gut, Las Vegas ist halt jetzt wieder so eine Geschichte, fällt mir gerade so ein. Hypnose vielleicht? So, also wir brauchen jetzt mal einen Ausweis, wir müssen jetzt mal gucken. Also Hypnose schließt er aus oder wäre das möglich? Ich weiß nicht, ich glaube da nicht so ganz dran, aber... Kann sein. Kann sein, also würde ich jetzt nicht direkt ausschließen. Wir müssen in die Tasche ran. So, wir müssen jetzt... Du hast keine Handschuhe an. Denk dran, warte mal. Pass auf. Ich lenke ihn mal irgendwie ab, dass du ein bisschen rumkommst. Du bist jetzt ruhig. Du bist ruhig. Gib die Tasche her. So. Nee. Ganz ruhig. Sitz. Kannst du die Tasche mal gerade mal bitte rüber? Ich komm rüber. Schön da unten bleiben, ne? Du bleibst da. Ist ja auch voll. Ja, alles ist gut. So, ich guck nur da rein, ne? Nimm nichts weg. Einmal nur gucken. Guck mal hier. Hast du eine Spritze, irgendwie so eine Beruhigungsspritze oder sowas? Aber dann kannst du ihn nachher raustragen. Irgendwie müssen wir sie ja rauskriegen, das, oder? Also üblich wenn, ist, ne? Wenn das jetzt so bleibt, dann... Lippenstift. Würdest du gerne weiter hier ein Beruhigungsmittel geben? Ja, aber Karte. Wie? Ein Tier, von wegen... Warte mal. Nee, bleib schön da. Schön da bleiben, ne? Du gehst hier nirgendwo hin. Weil so auf normalem Weg können wir sie jetzt auch nicht im Erdbeben mitnehmen. Achso. Die Adresse sagt mir jetzt gerade was. Woher? Hier, was? von die Fahrerin. Hier. Was ist denn das für eine Reinholdsberg 13. Hypnotiseur. Auf der Wache trifft gerade der Lebensgefährte der verletzten Autofahrerin ein. Peggy Herrmann vermutet, dass der Mann indirekt eine gewisse Mitschuld an der Bissverletzung seiner Freundin trägt. Oh. Ja, da war so eine komische... Du bist nicht ans Telefon, ich hab versucht anzurufen. Da war irgend so eine komische Frau, die hat vor unserer Haustür rumgeschnüffelt und rumgekrabbelt. Keine Ahnung. Ich habe sie auch noch nie vorher gesehen. Okay. Und ja, und dann bin ich halt zur Polizei gefahren und der hat mich jetzt einfach gerade gebissen. Und ich hab keine Ahnung. Ich einfach. Sie sind Hypnotiseur, ne? Richtig. Jetzt mal eine Frage. Ist es möglich, jemanden zu hypnotisieren? Also, Ich glaube es jetzt nicht, aber ich will mich einfach nochmal bei Ihnen absichern. So nach dem Motto, so, du bist jetzt ein Hund und zack, entfällt er sich auch wie ein Hund und kommt nicht mehr sozusagen raus. Grundsätzlich ist das machbar, aber ich sag mal so, dazu benötigt man spezielle Instrumente, sage ich jetzt mal, oder Werkzeuge in dem Fall. Und ja. Auch wenn das machbar wäre, sowas läge nie in meinem Interesse. Ich nehme meinen Job wirklich sehr ernst und kann mir sowas überhaupt nicht leisten. Nee. Ich habe einen Ruf zu verlieren, also tut mir super leid, also wenn Sie das vermuten. Wie gesagt, es ist grundsätzlich schon machbar, aber ich habe mit sowas nichts am Hut oder kenne mich da jetzt in dem Fall auch nicht besonders gut aus. Also, ja, so dafür ist der Tom auch nicht der Typ für, also nee, auf gar keinen Fall. Also wir haben jetzt nämlich eine Dame hier, die haben Sie ja aufgelesen im Endeffekt da, wo Sie wohnen, ne? Ja. So, und deswegen frage ich mich jetzt, ob das jetzt ein Zufall ist, dass die, sie bellt nur. Okay. Ne? Und das ist das Einzige, was ich mir jetzt gerade erklären kann. Ne? Also Drogen hat sie nicht genommen, ne? Das könnte man jetzt ausschließen. Ja. Okay. Haben Sie heute irgendjemanden... Um welche Dame geht es denn? Die Carina Becker ist das. Carina Becker. Was solltest du da mit ihr zu tun haben? Das ist eine Patientin von mir. Ich behandle sie schon seit ein paar Monaten. Sie kam zu mir wegen Angstzuständen und Depressionen und solchen Geschichten. Hatte davor irgendwelche Therapeuten und Aber du erzählst doch sonst nie irgendwas von deiner Arbeit. Du bist doch immer total diskret, was deine Patienten angeht. Absolut. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Haben Sie vielleicht auch mal einen Ausweis für mich? Weil wir müssen jetzt auf jeden Fall dazu ja was schreiben. Ne? Natürlich. Aber also ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ich meine. Bitte schön. Also, das ist Ihre Patientin, das habe ich jetzt richtig verstanden. Genau. Ne? Ich behandle Sie schon seit circa 3-4 Monaten. Und noch aktuell behandeln Sie sie auch, ne? Richtig. Ja. Herr Böhn, also Sie haben aber schon mal was mit der Polizei zu tun gehabt, ne? Richtig. Aber das ist schon x Jahre her. Das war während meines Studiums. Mhm. Und zwar ging es da halt irgendwie. Da gab es einen Dozenten und der hat irgendwie sich an einem jungen Mädchen vergriffen oder sagen wir es mal so, sie zumindest sexuell belästigt. Und ich sah mich verpflichtet quasi, diesen Mann zu bedrohen und ihn zu stoppen mit seiner Aktivität. Und habe ich, wie gesagt, also daraufhin hat er mich angezeigt und ich habe eine Anzeige bekommen, weil ich im Prinzip was Richtiges getan habe. Und das würde ich heute wieder so machen, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Also. Ja. Ja gut, es sieht nicht immer ganz so gut aus, wenn man schon polizeilich bekannt ist oder noch als, ich sag mal, Straftäter, ne? Das mag sein, aber wenn Sie meine Akte gelesen haben, dann müssten Sie wissen, dass ich in dem Fall, wie gesagt, also eigentlich richtig gehandelt habe. Hm.
Ja gut, das ist, also wie gesagt, ich rede eigentlich ungern über meine Patienten. Ich habe da eine gewisse Schweigepflicht. Ja, verstehe. Und kann Ihnen aber Folgendes sagen. Also ich habe angefangen, die Patientin zu behandeln und habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich, wie soll ich sagen, also nicht wirklich belästigt werde, aber ich habe schon gemerkt, also da ist ein bisschen mehr als nur, da ist ein bisschen mehr als nur Patientin quasi. Die wollte irgendwas wie, von mir. Wie bisschen oder mehr wie Patientin? Warum sagst du mir denn sowas nicht? Ja, weil ich über Arbeit ungern rede. Ja, aber das ist doch dann keine Arbeit mehr, Tom, mal ganz im Ernst. Wenn sie anfängt oder irgendjemand dich anfängt zu belästigen. Ich kann es nicht beweisen. Ich habe E-Mails erhalten mit dem Benutzernamen Kleine Tulpe. Und in diesen E-Mails, ich habe die auch auf dem Handy, ich kann Ihnen alles... Können Sie mir die vielleicht einmal zeigen, wenn sie Ihnen nichts ausmacht? Genau, ist kein Thema für mich. Wie gesagt, ich kann leider nur nicht beweisen, dass die jetzt von ihr kommen. Ich habe von der Kleinen Tulpe mehrere E-Mails erhalten. Und wie gesagt, seit dem Zeitraum an, von dem ich sie behandle. Und ich kann aber nicht beweisen, dass es sie ist, aber zumindest habe ich den Beweis, also auf E-Mail, Posteingang und so weiter. Ich mache die einmal auf und schaue einmal nach, ja? Sehr gerne. Ich verstehe gar nichts mehr. Okay. Ja, wie gesagt. Also das ist ja schon so, die kleine Tulpe bekundet ja schon ihre Zuneigung, ne? Also das kann man ja jetzt hier eindeutig sehen. Ja. Gut, ich werde mal einmal kurz. Ist halt Folgendes, also die Carina, die wurde halt auch super aufdringlich und das Ding ist Folgendes. Was heißt denn super aufdringlich? Also jetzt schon Richtung Stalking oder? Sozusagen, also wenn man das, sie kam mir einfach, wie soll ich sagen, also aufdringlich im Sinne von Erwartungen, die ich nicht erfüllen konnte und das wurde mir dann zu viel und dann, daraufhin habe ich ihr erklärt, dass sie eigentlich, dass ich sie nicht weiter behandeln kann und dass ich einen Kollegen habe, der das gerne übernimmt und ihren Fall dann quasi ins Auge fasst. Ja, und wann ist das gewesen? Das war vor ein paar Tagen tatsächlich. Also das ist gar nicht so lange her, ja. Die 28-Jährige kann so viel knurren und die Zähne fletschen, wie sie will. Peggy Hermann hat das Spiel der Hundefrau durchschaut und konfrontiert sie mit der Aussage des Hypnotiseurs. Ja, das sind nämlich E-Mails, die dieser Hypnotiseur bekommen hat. Und wir können, das ist ein ganz leichtes, dass wir nachverfolgen können, von wem die gekommen sind. Ja? Also das wird sowieso auflegen. Wir gehen davon aus, dass du das warst. Ne? Und jetzt habe ich keine Lust mehr, mich hier veräppeln zu lassen. Und bin ja auch nicht im Theater, wo ich irgendwas, eine Schauspielerei mir angucken möchte. Also bitte. Ja, ist okay, ist okay. Es tut mir leid. Ich war bei ihm in einer Therapie. Ich wollte mehr als nur die Therapie, aber er wollte nicht. Er wollte einfach nicht mit mir. Ja, aber mein Gott. Und ich wollte ihn einfach reinwürgen. Ich wollte ihn einfach seine Karriere zerstören, so wie er mein Leben praktisch zerstört hat. Es tut mir so leid. Die Friseurin muss sich wegen Vortäuschens einer Straftat und Körperverletzung verantworten. Wegen ihrer Angststörung ist sie jetzt bei einer Therapeutin.